Weiter die Kunst angeschaut. Es gab Kunst, wo ich nichts wusste.
Dann gab es weitere schöne Ausstellungen. Und dann habe ich die Künstlerin gefragt, was wollen Sie eigentlich? Also mir war nicht so ganz klar, es war so viel. Ich sagte, was sind Sie denn überhaupt? Was, in welche Richtung soll es gehen? Sie konnte es mir selber antworten, ich weiß es auch nicht, Frau Stapel. Und da habe ich gedacht, das ist ja interessant. Und so, dieser jungen Dame sollte man doch vielleicht ein wenig auf dem Weg in der Entwicklung ihrer künstlerischen Schaffens sie dabei unterstützen. Und so ist es dann dazu gekommen, wir haben dann gesagt, sie kommt hier in die Räume, dann hatten wir, haben wir das Glück, Harald Falkenberg zu finden. Ich muss sagen, für mich ist noch was für mich ganz interessant war, also nicht, dass ich etwas verwirrt war, die Besucher, die hier das Haus besuchen und sich die Kunst anschauen, sagen dann immer, naja, wie heißt denn der Künstler, welcher Mann hat das gemacht? Und da bin ich immer sehr überrascht. Und dann habe ich mir die Kunst nochmal angeschaut und habe gedacht, das stimmt. Selbst ich würde erstmal an einen Mann denken, bis auf das schöne Puppenhaus. Ich weiß nicht, ob Sie das Puppenhaus schon entdeckt haben. Das ist für mich nach wie vor eines der interessantesten Gegenstände. Ich habe sogar schon von geträumt. Und bei dieser Sicht von beiden unterschiedlichen Seiten, auch das finde ich eben, ist sehr, sehr gelungen. Abschließend möchte ich sagen, bevor ich dann Herrn Falkenberg bitte, die Bühne bitte, dass ich auch mit vielen Künstlern es zu tun gehabt habe. Und ich muss sagen, die Zusammenarbeit mit Katja Windau war ausgesprochen angenehm. Also bei uns ist es so, ich habe kein Personal, keine Personen, die mir helfen können. Und ich sage den Künstlern immer, sie kriegen die Räume und den Rest müssten sie alleine machen. Nach ein, zwei Tagen gibt es dann doch immer wieder ein bisschen Auseinandersetzung, weil die Künstler dann doch die und das brauchen. Frau Windau war für mich die einzige, die erste Künstlerin hier, die ich erlebt habe. Sie war so bescheiden, so still und wirklich zurückhaltend. Also das war, es lief so wunderbar, aber nicht, dass sie nur bescheiden, still und zurückhaltend ist. Sie ist wahnsinnig zielstrebig dabei. Also sie kam rein, sagte zu mir, Frau Stapel, ich beginne. Und ich habe gedacht, ja, das wird ein bisschen dauern. Und sie wird mich mal involvieren. Und sie sagte, nein, sie hat ganz am Rande ruckzuck und abends war sie fertig. Und alles war dann sozusagen nicht, so schnell ging es nicht, aufgebaut. Und dann gab es natürlich, dass ich sagen musste, das und das gefällt mir nicht. Und auch das lief mit ihr sehr, sehr harmonisch. Ich kann sie also nur auch vom Künstlertyp her sehr, wie soll ich sagen, als eine sehr leise, ruhige Person, aber sehr zielstrebig beschreiben. Ich danke Ihnen, Frau Windau, für diese schöne Ausstellung, die Sie uns hier in das Haus gemacht haben. Und jetzt bitte ich Herrn Falkenberg auf die Bühne. Haben Sie Ihre Brille? Über Harald Falkenberg soll ich Sie vorstellen. Doch, ich habe mir extra einen Satz, den finde ich nämlich so schön, den habe ich hier rausgesucht. Weil bei Udo Lindenberg hatten Sie die Brille vergessen, habe ich gelesen. Aber diesen Satz finde ich doch sehr, ja, ziemlich begeistert. Ich will durch die Kunst etwas in mir aufbrechen, wie für den Künstler Kunst, auch für den Sammler ein Stück Selbsterfahrung ist. Das. Also ich begrüße euch. Natürlich schon einige Vorlagen. Ja. Das mit der Brille war so, es ist mir heute wieder so gegangen, dass ich mein Manuskript vergessen habe, aber das ist nicht so schlimm, denn meine Brille habe ich auch vergessen. Ja, so war das. Sie sagten, Sie verstehen die Kunst nicht, die Künstlerin versteht die Kunst auch nicht, und jetzt soll ich Ihnen nun sagen, wie sie ist. Ja. Ziemlich schwierige Aufgabe. Es könnte gut sein, dass wir auch beim dritten oder bei der dritten Person zu demselben Ergebnis kommen. Das mit dem Ei, das ist natürlich eine symbolische Geschichte. Hier steht eine Hommage an Kippenberger. Das Ei war das Lieblingsobjekt von Kippenberger. Seine letzte Ausstellung, auch von Albert Oehl, letzte große Ausstellung von Kippenberger, ist über Eier gemacht worden. Überhaupt fällt auf an den Arbeiten, die hier ausgestellt sind. Und ich möchte jetzt zunächst einmal über die Kunst reden, aber dann versuchen auch über die Kunst gewisse Rückschlüsse auf die Künstlerin zu ziehen. Denke ich mal, dass man das mal wagen sollte. Und
Die Bewertung der Kunst ist wieder eine ganz andere, denn die kann jeder sozusagen auch selbst vornehmen. Also was auffällt an dieser Kunst, was sie bestimmt, wenigstens das, was wir hier in dieser Ausstellung sehen, aber das wird wahrscheinlich nicht anders sein bei den anderen Arbeiten, ist die Objekthaftigkeit der Kunst und der multimediale Ansatz der Kunst. Das heißt, es werden die Objekte auf eine Leinwand gezeichnet, gemalt und sie werden teilweise fotografiert, sie werden teilweise skulptural präsentiert und das ist das, was wir auch Multimedia-Art nennen, auf die verschiedenste Art und Weise eben und nicht beschränkt und konzentriert auf einen Stil. Diese Dinghaftigkeit und die Multimedia-Art hat eine ganz interessante Geschichte. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber ich möchte Sie noch mal kurz ansehen. Es geht in die 50er, 60er Jahre zurück in die große amerikanische Auseinandersetzung mit der Kunst. Als Amerika antrat, die The New York School of Art antrat, die École de Paris von der Weltbühne zu verjagen. Und da wurde versucht, nach uramerikanischer Kunst zu finden. Man hatte erst den abstrakten Expressionismus propagiert, aber das war noch viel zu expressionistisch, also französisch auch. Und dann kam man auf Hard Edge und Colorfield. Das waren schon mal rein, wo hier vieles auch schon vom Stil her ähnlich ist. Wir wurden ja besonders von diesem berühmten Kritiker Clement Greenberg propagiert. Aber es gab eine Richtung, die sich vom Joch des Clement Greenberg, der die ganze Kunstszene beherrschte, und lösen wollten, trennen wollten. Und die haben dann die Multimedia-Art erfunden und die Objekthaftigkeit auf die Spitze getrieben. Man wollte sozusagen auch von der Leinwand weg und wollte noch etwas Kühleres, noch etwas Unpersönlicheres machen, als es schon die Colorful Painting und die Colorful Painting und die Farbfeldmalerei waren. So, das war jetzt die Kunst, die Ansätze mit Minimal Kunst, Minimal Art, mit den Objekten, einiges ist sie auch an diesen Objekten in der ähnlichen Weise und die über Prozesskunst, über neue Medien bis zur völligen Entrückung, Dematerialisierung der Kunst, wie es die große Kritikerin Lippert einmal nannte, bis hin zur Konzeptkunst, wo das Kunstwerk ganz verschwunden ist. Und diese sehr erfolgreiche Welle hat letzten Endes die Malerei für mindestens zwei Jahrzehnte, nämlich bis Ende 70, so verdrängt, dass an kaum einer Akademie auf der Welt noch Malerei überhaupt gelehrt wurde. Es gab nur noch Installationen und eben diese multimedialen Ansätze. Es führte, diese lange Hungerstrecke führte zu dem schönen Motto Ende der 70er Jahre, Hunger nach Bildern. Und dann brach es über uns ein in den 80er Jahren, dass wieder über Transvangardia und Neo-Expressionismus die Bilder wieder voll in die Szene hineinkamen. Also diese Ausstellung, die hat sehr etwas zu tun mit diesem Ansatz der New Media, der Entpersönlichung der Kunst zum Objekthaften. Man spürt es, dass die Künstlerin sich mit einem Ding und nicht so sehr mit sich selbst auseinandersetzen will. Wobei das dann wieder dazu führen kann, dass es doch eine Auseinandersetzung mit sich selbst wird. Gerade in dieser Antithetik. Das ist das Wesentliche, was ich hier in dieser Kunst sehe. Während die Objektkunst, die amerikanische Objektkunst und die Media-Art die Persönlichkeit völlig verdrängen will. Sehr schön auch in der Pop-Art. Einige ihrer Arbeiten haben gleich die Blumen, die wir am Eingang sehen, haben durchaus Pop-Charakter, ja. Auch plakativ und nicht tief plakativ. Ja, und diese Verdrängung der Persönlichkeit, die Entpersönlichung, die ist bei ihr
will ich mal sagen, nicht so ganz durchgedrungen. Und da hat sie etwas entgegengesetzt, nämlich etwas Persönliches entgegengesetzt, auch etwas Witziges in vielen Fällen entgegengesetzt. Und damit ist eigentlich die ursprüngliche Zielrichtung der Kunst, derer sie sich bedient, ist eigentlich von ihr verfehlt. Und dieses Verfehlte macht den Charme ihrer Kunst aus, so möchte ich das einmal sagen. Ja? Ja, man kann das noch mal weiterführen. Aus vielen Bildern geht eine Naivität hervor. Hier, würde ich mal sagen, staubt man Bauklötze oder so. Ja? Und die Naivität ist eines der ganz hohen Güter der Künstler. Ja? Und man spricht auch von Infantilismus. Das hört sich böse an, ist aber gar nicht böse gemeint. Das ist eine ganz normale Neurose. Ja? Wenn nämlich jemand, ja, eine Hauptform der Neurose, wenn nämlich jemand größer wird, aber nicht erwachsen wird. Ja? Das ist die Form des Infantilismus, die gerade bei Künstlern sehr verbreitet ist, weil sich die Künstler keiner Norm unterwerfen wollen, sondern jung sein wollen und spielerisch bleiben wollen. Ja? Und man kann das dann auch naive Kunst nennen, wobei naive Kunst natürlich wieder schon besetzt ist durch viele Naturvölker, die diese Kunst gemacht haben. Ich möchte es einmal infantile Kunst nennen. Der Infantilismus ermöglicht es dem Künstler, tief in sich hineinzuhören, auf das kulturelle Erbe zuzugehen, auch auf dieses kulturelle Erbe der Objektkunst, die ich am Anfang genannt habe, und damit nicht im rein Subjektiven stehen zu bleiben. Und das Interessante ist also ein freies Spielen, was uns hier präsentiert wird, und im Ergebnis eine wunderbare Auseinandersetzung persönlicher Art mit der Objektkunst. Dankeschön. Vielen Dank, das war eine Frau Winter. Ich glaube, Sie würden jetzt auch gerne ein paar Worte sagen wollen, oder? Ich bin wirklich keine gute Rednerin. Ich bin wirklich ein paar Worte. Ja, ich freue mich einfach, dass diese Ausstellung jetzt hier stattfindet und dass das auch so spontan, also bei Stapel möchte ich mich bedanken, dass sie mir so spontan die Möglichkeit gegeben hat, das so schnell nach der Kunsttreppe die nächste Ausstellung zu realisieren. Und ich habe am Anfang gezweifelt, dass das, ob das jetzt sofort einfach so wieder schnell so was geht oder ob ich jetzt ganz viele neue Sachen machen muss. Und dann habe ich aber gemerkt, dass die Räumlichkeiten auch einfach wieder anders sind und dadurch die Arbeiten auch wieder ganz anders zur Wirkung kommen und auch wieder neue Arbeiten einfach in Kombination treten. Und ich habe auch ein paar neue gemacht. Und ja. Ich möchte mich bei Herrn Falkenberg bedanken, dass er wegen mir hierher gekommen ist oder wegen Goethe-Institut natürlich auch. Also es ist für mich eine große Ehre und ich möchte einfach mich bedanken bei allen, auch bei den vielen Besuchern jetzt hier, und ich freue mich. Ich möchte noch mal auf die Bühne bitten, denn wir haben ja Weihnachten. Auch wenn Sie kein Weihnachtsgedicht nicht zu überreden waren, Herr Falkenberg und Frau Kapinder, aber wir haben hier, der Weihnachtsmann kommt etwas später, aber Sie dürfen reinpassen. Nein, Sie dürfen ja beide zusammen, Frau Kapinder, Sie auch als kleiner Dank des Goethe-Instituts. Bin mal gespannt, was Sie da rausholen. Das sind keine Überraschungen. Bestimmt hat sie was. Nein. Ja. Meine Damen und Herren, also nochmal ganz herzlichen Dank und Applaus an Herrn Falkenberg und Frau Winter. Wir haben ja noch heute ein bisschen später, jetzt haben Sie Zeit, sich in Ruhe mit der Kunst von Katja Winter zu beschäftigen. Und um 19 Uhr geht es dann ja weiter, da kommt tatsächlich der Weihnachtsmann. Aber erstmal vielen Dank, dass Sie hier sind, und noch einen schönen Abend, bis später. Thank you.
Schönen Dank.
gerne machen. Ja, das tut das sehr mit dem Mann, der der weiße. Danke. Kannst du mal einen Gap klappen? Es ist gut. Ja,